Hi Leute, ja, heute ein Video und zwar Get Ready With Me. Und ja, ich mache mich jetzt gerade fertig, ich und Tatjana, also Pink Fairy 87. Ihr Kanal verlinke ich euch, aber ich glaube, die kennt sowieso jeder. Ja, sie ist auf ein Event eingeladen und sie nimmt mich netterweise mit und ich mache mich jetzt ganz schnell fertig. Und ja, ich lasse das jetzt im Schnelldurchlauf laufen. Und schreibt euch aber alles, was ich verwende, in die Infobox. Und ja, viel Spaß! So, ich trage meine Foundation mit dem Beauty Blender auf. Und ich habe vorher meine Haut gereinigt, das heißt mit einem Abschminktuch. Deswegen sah auch die Haut jetzt gerade ein bisschen gerötet aus. Aber ich finde, wenn man die Haut vorher reinigt, lässt sich die Foundation einfach viel besser verteilen und sie wird auch nicht fleckig. Und ja, jetzt verteile ich die Foundation immer von innen nach außen. Und jetzt gehe ich mit so einem Kosmetiktuch ein bisschen drüber und nehme das, was ein bisschen zu viel ist, runter, damit es nicht so cakey aussieht. Jetzt nehme ich einen Bronzer und konturiere auch mit dem Beauty Blender mein Gesicht. Und ja, so gesehen die bekannte 3. Also Schläfe, Wangenknochen und ja, da unten am Kiefer. So, und ich wärme dadurch auch nochmal mein Gesicht auf, damit es ein bisschen frisch und gesund aussieht. Und ja, mach mal schneller hier. So, jetzt nehme ich meine Eyeshadow Base. Das ist die von Manhattan. Es gibt, glaube ich, nur die eine in diesem weißen Pötchen und die benutze ich eigentlich sehr gerne. Und trage sie auf. Jetzt nehme ich von einer Sleek Palette einen hellen Champagnerton. Und gebe das auf mein bewegliches Augenlid und den Augeninnenwinkeln zum ja, Öffnen des Auges. Und das ist jetzt ein Tatstift, die gibt es leider nur in Amerika. Ich weiß nicht, ob man die auch hier irgendwo in irgendeinem Online-Shop bestellen kann. Es wäre super cool, wenn ihr das vielleicht wüsstet, weil die sind echt super. Und verblenden tue ich das mit so einem kleinen Pinsel, den es in so einer Essence-Palette gibt. Diese Sun Club Essence-Palette, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Aber ja, ich war zu faul aufzustehen, um mir einen vernünftigen Blendepinsel zu holen und habe es jetzt damit verblendet. Aber es klappt auch ganz gut. Und wie gesagt, diese Tatstifte sind auch super. Also halten und gehen auch nicht in die Lidfalte rein. Und ja, da mache ich mir einen leichten Smoky Eye, nur im äußeren Augenwinkel. Und jetzt ziehe ich mir noch einen Eyeliner-Strich. Sieht man zwar jetzt nicht wirklich, egal. Machen wir jetzt drauf. Das ist, oh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Eyeliner das ist. Ich schreibe euch sowieso alles nochmal unten in die Infobox. Und ja, einen leichten Schwänzchen am Auge. Kann nicht schaden. Unten gebe ich jetzt, ja, was ich eigentlich immer sehr, sehr gerne mache, einen rötlichen, eine rötliche Farbe auf und gehe dann nochmal mit Schwarz drüber. Und ich finde, das lässt die Augen. Ja, so strahlen. Also so kommt es mir vor. Jetzt kommt die Mascara drauf. Ja, schön die Fresse verziehen. Sehr, sehr schön. Oben und unten die Mascara. Und ja. Jetzt kommen die künstlichen Wimpern. Das sind die von Essence. Und die sind im Standardsortiment. Und ich finde die eigentlich super. Man sieht natürlich, dass das Fake-Wimpern sind. Aber ja, ich finde das gar nicht mal so schlimm, ab und zu Fake-Wimpern zu tragen. Jetzt kommt Rouge von Catrice. Das ist ein pfirsichfarbener Ton und mein Lippenstift ist von Astor. Ich schreibe euch, wie gesagt, alle Nummern und so weiter auf, aber ich mag die Farbe sehr gerne, weil die, ja, ich finde, die Zähne nochmal ja, weißer aussehen lässt. So, jetzt gebe ich mein Ölspray auf die Haare, damit sie griffiger und mehr Struktur haben. Und das war es eigentlich schon. Wir sind fertig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Facebook und Twitter!